Der siebte Kampf im heutigen Abend. Boxen Superfight. 6x3 Minuten im Supermittelgewicht. Zwischen Lukas Ferneza aus der Slowakei gegen Emre the Lion Junior Chukur aus München. Dieser Kampf wird auch live ausgestrahlt in die Türkei. Jahre alt ist Emre. 76 Kilogramm schwer. 1,83 groß. 25 Kämpfe hat er bereits bestritten. 21 davon gewonnen. 3 verloren. 1 Unentschieden. 4 davon durch K.O. Er ist aktuell EBU-Europameister, WBA Continental Champion. Trainiert wird er von Magomed Shaburov, ein bekannter Name im Boxsport. Und sein Vater Levent Chukur, der auch mal Boxweltmeister war. Ihm gegenüber Lukas Ferneza. 6 Kämpfe, 5 Siege, eine Niederlage, dann 3 davon durch K.O. war slowakischer Meister und 5. bei den europäischen Europameisterschaften. Ist natürlich, hat über 70 Amateurkämpfe, dieser Lukas Ferneza. Wird trainiert von Peter Gaspar. Man sieht es auch. Hat ein gutes Auge, bewegt sich sehr gut mit dem Oberkörper. Sehr gerade Hände. Emre Çukur. Tastet sich an, versucht eine Distanz zu finden. Der heute einiges an Fans mitgenommen hat. Liegt auch daran, dass das Ganze hier in München stattfindet. Gutes Auge von Çukur. Weicht den Führhänden aus. Und versucht es mal mit dem Leberhaken. Kämpft auch aus der Rechtsauslage. Schöne Kombinationen hier, beide Aufwärtshaken zum Körper probiert. Und beginnen die erste Pause. Jahre hinweg haben wir schon einiges an Boxkämpfe gesehen bei der Stegus Fight Night. Immer wieder spannend. Danach erwarten uns noch 3 Kracherkämpfe. Oskar Plasene, Flamo Mehmedi und Pascal Schroth kämpfen noch aus dem Team Stegus jeweils um die Weltmeisterschaft. Wir gehen in die zweite Runde. Ferneza startet schon mit einer linken geraden rechten zum Körper. Kommt aus einer guten Deckung. Trifft aber Çukur nicht. Der
eine gute Beweglichkeit hat mit dem Oberkörper, gutes Auge. Geraden Hände. Die Emre Çukur gekonnt ausweicht und jetzt auch mal mit dem Uppercut. Links Uppercut. Drückt den Verneser jetzt mal nach hinten. Schöner Schwinger von Çukur. Verneser arbeitet ganz gut, immer wieder gerade. Kann jedoch keine Ziele finden. Und Çukur kommt mit einer guten Kombination erst zur Leber und dann der Haken zum Kopf. Versucht auch mal mit einem rechten Haken. Wenn Çukur nach vorne geht, dann trifft er auch. Er versucht, Fernese aus der Offensive zu locken. Ja, Verneser wird angezählt von Filipovic. Ring zur Pause. Kurz vor Ende der zweiten Runde hier ein kleiner Niederschlag. Bis jetzt führt Çukur in diesem Duell. In diesem Superfight. Ich möchte Ende November hier um einen Titelkampf kämpfen. Der letzte Kampf gewann er in der dritten Runde durch den Leberhaken. War nicht schlimm. Ich kann's noch, ich kann noch. Und Çukur ist natürlich jetzt motiviert durch den Niederschlag. Tastet sich wieder an in einer guten Distanz. Haken. Macht es ganz gut, diese Beweglichkeit. Schöner
Schöner Jab. Gute Beinarbeit. Veneza ist der, der auch Druck macht, aber jedoch zu unbeweglich ist. Einen beweglichen Emre Çukur nicht trifft oft. Der schön wartet, um wieder in Haken zu landen, der vorhin schon Wirkung gezeigt hat in der zweiten Runde. Weicht nochmal einen linken Haken aus, durch eine Maid-Bewegung, einmal runtergetaucht. Man muss erwähnen, auch Lukas Veneza kann kämpfen. Man sieht, er bewegt sich gut. Seine Schläge kommen präzise. Wieder ein starker Treffer von Çukur. Çukur macht es aus der Defensive aus. Das war ein Treffer zum Kinn, hat kurz geschüttelt, Veneza. Auch die dritte Runde ganz klar an Çukur. Vielen Dank der Tomic Group Generalvertretung BMW Kroatien, Bosnien-Herzegowina, Franjo und Daniel Tomic. Kwon, der größte Kampfsportausrüster Inhaber, Herr Edi Schramm. IL Leasing, Vorstand Christian Finke. Jubilee Hilscher, Managing Director Kai Piatis. Bayerische Spielbank Garmisch-Partenkirchen, Direktor Peter Olsch. Johann Pertler, Heizungsbau, Sanitärinstallationen, Verantwortlichen Alexandra Pavlic und Christian Heinzel. Jakob Bau, Bauverputz, Inhaber Jakob Kukic und Jakob Matic. Beginn vierte Runde. Und Çukur startet beweglich. Beide arbeiten viel mit Jabs. Gute Rechte auch von Veneza. Der sich jetzt auch bewegt. Knapp eine kurze Drehung. Boxkombination, zwei Aufwärtshaken. Guter Körpertreffer von Veneza. Lukas Veneza, der jetzt hier auch aus der Mitte arbeitet und noch einen rechten Haken hinterher schwingt an Çukur.
Versucht es jetzt auch mit der Beweglichkeit des Oberkörpers. Wieder Jab von Çukur. Der jetzt die Auslage mal gewechselt hat. Und scheint der gute Treffer zu setzen mit dem Jab. ...35 Sekunden noch zu kämpfen. In der vierten Runde. Wieder Feneza, der zwei Haken schwingt und auch trifft. Zehn Sekunden noch und Çukur wartet. Er lässt Feneza kommen, um wieder diesen Haken zu setzen, zu schwingen. Eine gute Kombination nochmal zum Schluss. 2 Runden noch. Biofleisch und Bio-Fleischgeschäftsführerin Janine Ganzenhofer. Steko Baucompany GmbH, Geschäftsführer Stephen Steko. Auto Arena München, ihr Hyundai-Händler in München und Ingolstadt, Geschäftsführer Zoran Drezniak. MBI Münchner Bauwerksinstandsetzung, Geschäftsführer Miro Leotard. MK Fliese und Stein GmbH, Inhaber Mario Karacic. Karat Innenausbau GmbH und Co. KG, Inhaber Tomislav Karacic. Dankeschön, D-Sumic Elektrotechnik, Inhaber Dražan Sumic. Hupsi, Leberkast, ein Krustenleberkäse zum Aufbacken, Inhaber Franz Künstner. Dankeschön an das Restaurant Mia Trattoria e Bar, Inhaber Frank Mansouri und Steuerberater Christopher Veit. 2 Runden sind noch zu kämpfen. Goran Filipovic gibt die 5. Runde frei. Gute Rechte wieder von Feneza, der auch gleich mit einer Links-Links-Rechts-Kombination kommt. Çukur muss wieder versuchen, beweglich zu bleiben. Guter Körperhaken zu Leber. Der Jab. Auch immer wieder gut von Emre Çukur. Zwei Minuten noch, erste Minute vorbei. Çukur muss jetzt ein bisschen aktiver werden. Er wartet zu sehr auf den Haken, den er dann landen möchte. Hat wieder seine Auslage gewechselt in die Rechtsauslage. Und wieder der Haken. Wenn er kommt, dann ist er stark. Aber darf nicht vergessen, alle Schläge, die Feneza macht, sind alles Punkte. Und macht das Ganze ohne Deckung und sagt, komm, da geht noch mehr. Jetzt kommen die Schläge explosiv von Emre Çukur. Und auch Feneza macht das ganz gut, muss ich sagen. Wieder ein schöner Haken, Emre Çukur. Das ist dieser Haken, worauf er die ganze Zeit wartet. Dass Feneza seine Schlaghand fallen lässt und diese sein Ziel landet. Hat einmal funktioniert in der zweiten Runde.
Feneser, der Druck aufbaut in der Ecke. Inhaber Krisimir Karacic. Und weiter geht es. Herzlichen Dank an Killer Garage, die etwas andere Art des Shoppens für Frauen. Inhaberin Daniela Mack. Erwin Wanner, Geschäftsführer Erwin Wanner. Hiku IT, EIT Full Service Dienstmeister. Inhaber Ronny Hecker. Creators Pantisch und Partner. Geschäftsführer Prilag Pantisch. Hotel Merkur, Generalmanager Ivan Tusic, Hotel Germania, Geschäftsführer Peter Wild, FS Bau GmbH, Geschäftsführer Florim und Aber Simnani, aus Cyber Reason, Präsident Frank Kölmel. Refight zur sechsten und letzten Runde, Final Round. Letzte Runde hier im Boxduell zwischen Emre Çukur und Lukas Feneser. Beide haben das super gemacht bis jetzt, ein sehr spannendes Duell. Beide haben viel mit dem Oberkörper gearbeitet, gute Boxkombinationen gebracht. Emre Çukur, der auf diesen Haken wartet, hat auch gute Treffer landen können mit dem Haken. Feneser immer wieder diese Geraden. Und Çukur liegt bis jetzt in Führung. Macht Spaß, so ein Duell anzuschauen, wo einfach beide hier auf Augenhöhe miteinander arbeiten. Feneser bringt eine gute Amateurkarriere mit über 70 Kämpfen mit. Çukur wirkt einfach abgebrüht. Er wartet, bis die Schläge kommen und setzt dann wieder einen Konter, so wie jetzt. Feneser arbeitet mit dem Jab. Mal eine rechte Gerade zum Körper, rechts gerade, links Kopf. Wird angeheizt hier jetzt von seinen Fans in der letzten Minute nochmal alles zu geben. Nochmal ein paar gute Aktionen zu landen in diesem Superfight. Ende November möchte er nochmal um einen Gürtel kämpfen. Zweimal Jab, einmal Punch, die Schlaghand. Noch 15 Sekunden zu kämpfen hier. Diesen Kampf hat er gemacht, vorbei, letzte Runde. Und der müsste in die blaue Ecke gehen. Aber hat nicht dann das gemacht, als wir geplant haben? Ja. Keine Ahnung.
Moment, ich habe die Runde gewonnen. Lass ihn erstmal ab. Ich habe die Distanz nicht, keine Ahnung. Ja, richtig. Ja, aber gut, du hast zu viel gewonnen. Haben wir gewonnen? Dankeschön, vielen Dank. Meine Damen und Herren, willkommen zur Urteilsverkündung. Goa Filipovic wertete 57-56 für die blaue Ecke. 57-56 von Blue Corner. Emre The Lion Junior Super! Also, das hat gereicht. Ein Punkt für Emre Çukur. Er gewinnt diesen Kampf.